Rios und Baktus. Genau. Na, schafft ihr es? Aber wenn die jetzt zwischen zwei Seen ist, was meinst du, ob die sich da regelt und da langlegt, so im Bikini oder so? Was meinst du? Ganz besonders, hallo, zwei Seen, ne? Ja, ja. Man könnte das auch ein wenig anders... Ich find's so schön, dass die halt aufgrund des Baumes auf der Minimap gar nicht sichtbar sind. Die Seen? Nein. Cool. Da muss ich euch was dazu zu erzählen. Wo ich das erste Mal WoW angefangen habe zu spielen, also meine Kriegerin, bin ich hier gefühlte 10 Stunden rumgelaufen. Da gab es noch keinen so ein Minimaps-Gedöns hier, dass das da draufsteht, und hab's nicht gefunden. Es ist gut, dass ihr gekommen seid. Ja, Baby. Es scheint, eure Ausbildung schreitet schnell voran. Belohnungen. Ihr kommt mit 25 Kupfer. Yeah. Und 130 Erfahrung. Quest beenden. So. Monsieur Sanrilas, ihr Text. Ja, ja, ja. Ich fange hier schon an. Ivarons Gegengift. Unser Freund Ivaron ist vom Gift der Waldweberspinnen befallen worden. Ich kann dafür sorgen, dass sich sein Zustand nicht verschlechtert. Aber ich brauche jemanden, der eine Zutat sammelt, damit ich ein Gegengift mischen kann. Über alle... Um die Teiche herum solltet ihr Mondblütenlilien finden. Diese Blumen wohnt? Ist das ein richtiger Satz? Ach nein, diesen. Oh. Dativ, Genitiv. Ich habe gar nicht mitgelesen. Diesen Blumen wohnt eine Genital? große Heilkraft inne. Wenn ich sie gemeinsam mit anderen Zutaten verwende, die ich bereits habe, kann ich Ivaron wieder gesund machen. Würdet ihr sie für mich sammeln? Ja. Nein. Ja, uns bleibt ja nichts über. Ja. Nicht wirklich. Es müsste viele in Sichtweite von hier in der Nähe des Ufers geben. Okay. Sammelt die Mondblüten. So, blablabla. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Eins, ich sehe hier keine. Zwei, ich, in der Nähe. Ich muss da rumrennen. So, ich renne rechts rum. Ich überhole mal den Sanrilas. Ach, verdammt, blödes Wasser. Tja, wenn man sich auskennt, ne? So. Müssen wir nur hoffen, dass sie mal schnell wieder spawnen. Also ich hab 4. Ich hab grad mal eine. Wie macht ihr das? Ich seh rum, Poxy. Um welche? Beide. Achso. Auf der anderen Seite ist ne, auf dem anderen See sind nämlich schon wieder welche. Ja. Ja. 5, 6. Bleib ich halt an dem See. Wir wollen Box. Dich nicht ärgern. Und du kannst nachher einmal für uns tanzen. Ich hab 7. Ich tanze dann mal für euch. Oh ja. Soll ich in der Zeit dann schon mal weiter vorlesen? Nee. Das ist, die Leute sollen das ja auch bei Pox dann im Fenster sehen. Blub. Ich hab's ja gleich, ich hab schon 4. Du geht erstmal schwimmen. Jetzt einmal an den anderen See und dann. Ja, ich geh jetzt erstmal tauchen. Du weißt aber schon, ne? Du streckst Stoffkleidung. Ja und? Du erkältest dich. Wobei, du willst ja nur, dass Pox dich heilt. Übrigens, ich bin nackt. So. Voll. Weg von Allein mir! Allein bei dem Gesicht, das dein Nachtelf hat, würde ich schon Angst kriegen. Gerade wenn er aus dem Wasser auftaucht. Warte mal, wie weit kann ich eigentlich hier runtergehen? Funktioniert. Wie tief kann das so gehen? Am Mist, nee, funktioniert nicht so, wie ich es mir dachte. Okay. Achso, gut. Kann ich dann? Ja. Unserem lieben Freund geht es nicht sehr gut, trotz meiner Pflege. Habt ihr mir gebracht, was ich benötige? Klopp. Die sind perfekt. Habt Dank, Gefährten, besonders für eure Schnelligkeit. Naja, bis auf bei Pox. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ey! Der ist halb eingeschlafen. Och, jetzt krieg ich wieder so ein Deck von der Latte da. Also nur so nebenbei, ich trage meine Rüstung schon und ich trage bauchfrei. Dazu brauchen wir nichts mehr sagen. Dann ist das Wort an Tro übergeben. Die Beschützerin des Waldlandes. Nun muss ich euch um einen Gefallen bitten, der durchaus gefährlich ist. Ich habe Angst. Seltsame Kunde. Ist mir durch das Tuscheln der Waldgeister zu Ohren gekommen. Gut. Die rätselhafte Beschützerin des Waldlandes, Tarindrella, ist ins Laubschattental zurückgekehrt. Die Anwesenheit von Dryade war das letzte Mal,
vor der Segnung von Teldrassil zu spüren. Irgendetwas muss im Argen liegen, wenn sie zurück in dieses Land gereist ist. Sucht nach Tarindrella, in der Schattenweberhöhle im Norden. Es ist gefährlich, aber wir werden dieses Gegengift sicherheitshalber bereithalten. Ah, um es kurz zu sagen, wir sollen da Tarindrella suchen, ja, und ja. Genau. Ja, wir sollen Gerande suchen, mit dem Namen. Ach so. Nein, ich habe nichts gesagt, wir spielen einfach weiter. Genau. Warum trage ich bauchfrei? Ich kann es auch mal ganz kurz anziehen. Wo ist es? Fox, ganz ruhig. Ich sterbe erst mal kurz. Hilfe. Du bist unser Heiler, hallo? Er verreckt, der Heiler verreckt. Was wie war die falsch? Rotation, ne? Tank tot, Heiler schuld. Heiler schuld, Tank. Heiler tot, Tank schuld, die D-Schuld selber. Siehst du, ich krieg's nicht mal mehr hin. Und wenn gar keine Schuld ist, war's der Krieg, der Jäger. Stimmt. Wissen wir schon in die ja, Höhle? Sie steht ja, mittlerweile in der Höhle. Beziehungsweise, sie müsste jetzt, da kommt sie angelaufen. Hinter euch. Ah. Na, du blöde Kuh. Oh, 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 mit dir hätte ich gern mal was. Bleibst du mal stehen? Ist das aber dann nicht, ist Sex mit Tieren nicht verboten? Naja, das ist ja so halb-halb, das ist eine graue Zone. Gut, es ist. Oh. Ah, nee, ich muss ja weiterlesen, ne? Ja. Ja. Ich sehe, ihr habt mich gefunden. War auch nicht schwer. Nachtelf. Du bist Intaria direkt auf uns zugelaufen. Genug, euch zu mir zu schicken. Ja, weil sie kriegt Karies. Ja. So, Miranda. Ja! Moment, ich muss mal kurz Luft holen. Ich brauche Move Anything, fällt mir gerade so ein. Verderbnis der Waldweber. Ich hatte... Geh weg! Danke. Okay, ich fange nochmal an. Ich hatte gehofft, niemals wieder wegen solch düsterer Angelegenheiten nach Teldrassil zurückzukehren. Ich hoffe, dass hier die Verderbnis inzwischen vollständig ausgerottet sei. Etwas Schädliches geht um. Diese Spinnen. Endlich. Ach, ist doch egal. Ist doch egal, es ist müde. Ist müde? Ja, diese Spinnen leiden viel stärker unter der Verderbnis als die anderen Tiere in der Umgebung. Sie werden zu einer Gefahr für mein Volk und zu einer Gefahr für den Wald. Wir müssen ihre Anzahl dezimieren, wer hätte das gedacht. Aber noch viel wichtiger, wir müssen die Quelle der Verderbnis finden, die sie plagt. Ich werde mit euch kommen. Arr, endlich. Und euch in dieser Sache unterstützen. Tötet 12 Waldweberspinnen und ich bekomme einen Streitkolben. Ein Einhandschwert. Willenheiler damit. Ich bekomme einen Distelholzstab. Dann wollen wir doch mal. Oder Distel. Naja. Distel. Ist ja kein IE, ist ja ein Distel. Distel? Distel. Du lispest ein bisschen. Wie kommst du auf sowas? Wir müssten, glaube ich, die Spinnen töten. Warum sind wir da an einer vorbeigelaufen gerade? Eine kleine. Ach cool, ich habe ja jetzt Mondfeuer. Mondfeuer. Ja, ich markiere die einfach nur jetzt erstmal hier so netterweise und dann... Wir haben auf jeden Fall einen Rare-Mob. Was? Wo? Wo? Ich habe gerade einen Rare-Mob-Anschlag bekommen. Ich weiß nicht von wo. Ach, seht ihr, unser Drillers spielt natürlich wieder mit irgendwelchen Add-ons. Wo wir eigentlich gesagt haben, nein, da kommt man, glaube ich, nicht hoch. Nein, mir wurde nicht gesagt, ich soll meine Addons ausschalten. Ich habe nur gesagt, dass ich ohne mache. Schalt die Addons aus! Nein, weil ich habe gar keine. Weil ich denke, sowas wie Silver Dragon, wo ich dann einfach nur gesagt bekomme, hier, da hinten steht ein Ramoth. Das wird ja wohl nicht so schlimm sein. Und halt grundsätzliche Tank-Addons oben und so weiter. Naja, du, klar, so viel Schaden, wie ich dann mache, da hast du keine Chance. Ja, da muss ich... Brauchst du so einen Tank-Addon? Definitiv. Also da finde ich Tidy Blades aber sinnvoller wie Omen. Wenn wir schon so eine... Ich diskutiere jetzt nicht über meinen Tank-Addon. Ja, nein, aber da sehe ich wenigstens bei jedem Mob, ob ich Aggro habe oder nicht bei Tidy Blades. Im Gegensatz zu Omen. Ich habe einen kleinen grünen Beutel bekommen. Was?
Random Drop. Dann lass ihn dir bitte entfernen. Was? Wieso muss er ihn entfernen? Ja, es ist ungesund, so ein grüner Beutel. Lies vor. Achso, ich bin dran. Verderbnis der Waldweber. Die Verderbnis, unter der diese Spinnen zu leiden haben, ist nicht nur oberflächlich. Es kann weder Magie sein, noch unterschwellige Böswilligkeit. Es ist in sie hineingezüchtet worden. Es ist offensichtlich, was unsere nächste Aufgabe ist. Du lenkst mich ab da schon wieder. Aber gib mal den Distelholz-Dings daher. Ich hab einen Schläger Level abbekommen. Oh, und ich. Weil wir gerade den nächsten. Ach, die Quest abgegeben habt. Richtig. Ja. Oh, hier, bitteschön. Ich kann jetzt. Ich kann jetzt heilen. Habt ihr die jetzt schon getötet, ne? Ja, mussten wir. Ja. Sie hat dich angegriffen. Nein, wir haben die Quest noch nicht angenommen. Nein? Hier, die Tinderella, die Pimpernella, hier läuft noch rum. Müssen wir jetzt töten. Ja, soll ich dann vorlesen? Ja. Mach mal. Abscheuliche Berührung. Wenn diese Spinnen alle schon mit der Verderbnis in ihren Adern geboren werden, dann muss ihre Brutmutter die Quelle dieses Bösen sein. Brechen wir auf in den äußersten nördlichen Winkel dieser Höhle und suchen wir Gythis die Üble. Sie trägt die Antwort, die wir suchen, in sich. Yay. Lass es raus. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie wieder da ist. Mal Gott sei Dank warten hier 5 Millionen Menschen auf diese komische Spinne. Das Gute ist aber, ich hab mein Schattenwort Schmerz damit kriegst als allererstes. Ich hab Mondfeuer und Verjüngung. Mondfeuer. Hier, ich heile euch alle ich mal hab, ein bisschen. Ich hab jetzt kein Zweihandschwert mehr. Bedeutet? Dass ich jetzt verletzlicher bin als vorher. Rein theoretisch. Muss ich dich jetzt heilen? Das ist eine Quest, die man normalerweise nicht schafft. Wirklich? Ja. Aber ich kann Charge. Charge. Ich glaube, ich habe sie erwischt. Ich würde auch sagen, wir haben sie erwischt, oder? Ja, es war auf jeden Fall unsere. Ja. Gut. Dann lese ich mal weiter, wa? Gibt es Ärger? Gythis und ihre Brut wurden von diesem Totem verdorben. Dies ist ein Totem der Fulborgs. Dies ist tatsächlich sehr beunruhigend. Es bedeutet, dass die Knarzklauen noch immer eine Gefahr für diesen Wald darstellen. Wir haben uns zu früh zu sicher gefühlt. Was nehme ich denn jetzt? Anzeichen der Dinge, die da kommen werden. Ich werde der Spur der Knarzklauen nachgehen und dieser Verderbnis bis zu ihrer Quelle folgen. Falls er jemals Atreidas Bärenfell in Dolarna begegnet, er weiß über die Probleme dieses Waldes genauestens Bescheid und er kann euch raten, wie ihr weiterhelfen könnt. Bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, die Quelle dieser Verderbnis zum Versiegen zu bringen, sobald wir sie ausgemacht haben. Jetzt werde ich euch zurück zu den Taria bringen, sodass ihr eure Ausbildung abschließen könnt. Habt Dank für alles, was ihr für uns getan habt, Gefährten. Und wir dürfen wieder mit den Taria sprechen und... Ladebildschirm. Ah, cool, danke. Sehr gut, da sieht man, wer schnell lädt und wer nicht. Wieso, wir waren doch alle gleich. Ich war schon vorher da. Naja, klar. Ihr seid zurückgekehrt. Es ist gut, dass ihr da seid. Was ihr seid. Euch hierher? Es scheint, ihr habt die Quelle der Verderbnis erfolgreich bekämpft. Große Teile des Laubschattentals bedroht hat. Sind die Spinnen jetzt wieder lieb? Nee, ne? Naja. Nee. Eldrazil leidet noch immer und bedarf weiterhin unserer Aufmerksamkeit. Aber wir können einen Augenblick dafür aufwenden, eure Ausbildung hier im Laubschattental abzuschließen. Toll, ey, da denkt man eigentlich, man ist aus der Ausbildung raus in seinem Leben, ne, und dann... Fängt wieder von vorne an. Ja, geht wieder von vorne los. Also, Fox, Ausbildung lesen. Moment, eine Sekunde. Naja, es geht auch so. Oh mein Gott, mir ist so schlecht. Droge weg von mir. Nein. Teldrassil. Warum will ich da nicht mehr? Egal. Krone von Azeroth. Als Teil des Abschlussrituals eurer Ausbildung hier im Laubschattental werdet ihr etwas über unsere jüngere Geschichte erfahren. Dafür müsst ihr eine Aufgabe erfüllen. Geht zum Mondbrunnen im Nordosten und füllt eine Viole mit seinem Wasser. Oh mein Gott, wie spannend. Während ihr dort seid, werdet ihr einen
flüchtigen Augenblick unsere Magie zu Gesicht bekommen und etwas über unsere Vergangenheit erfahren. Wenn ihr dort fertig seid, bringt das Wasser zu mir zurück und ich werde euch weitere Anweisungen geben. Während du gerade das vorgelesen hast, habe ich dann so Nordosten gezeigt in meiner Kamera. Meine Frau guckt so nach links. Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Sie dachte schon eine Spinne, dass ich irgendwo raiden müsste. Ach so. Ich habe halt auf der Kamera Nordosten gezeigt, so dass die Leute auch wissen, wo Nordosten ist. Ne? Ach so, hier, genau. Du hast so... Genau. Nein, da. Oh mein Gott. Ja, bitte? Ach so. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht so einfach. Weil du musst ja eigentlich alles genau seitenverkehrt musst zeigen. Musst du nicht, weil ich zufälligerweise meine Kamera spiegeln lasse. Dann funktioniert das. Das wäre zu einfach. Ja, Diskussion, bei denen ich nicht mitreden kann. Na, du willst es ja nicht. Ich hätte hier noch eine Webcam rumliegen. Kannst du gern haben. Nope. Na ja, klar. So. Wo erlebe ich hier jetzt Magie? Das Ding, was da rumläuft. Schatten der Kaldorei. Was, der Kaldorei? Wer hat Kaldoreier? Achso, hier, auffüllen. Ja, geht rein. Geht rein und dann habt ihr es doch. Reinstellen, auf die Flasche rechts drücken und dann habt ihr es ja, doch. Ja, wir haben das schon, Tro. Wir haben nur auf dich gewartet. Wir reden hier schon mit dem Schatten der Kaldorei, der hier rumrennt. Okay, so, liebe Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir beenden jetzt erstmal. Wir haben jetzt die Aufgabe angenommen, haben das jetzt hier gerade gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Dann sage ich in dem Augenblick, ja, ich bin euer Tro. Tschö, tschö. Hallo und ciao. In diesem Sinne. Nein, oh, nö, mach ruhig, sprech mir ruhig rein, mir egal. Ja. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Festplatte voll. Jetzt habt's. Krass. Ja.